Face. The traumas of this life, I just can't escape. There's depression every day, what it takes to be great. Little young mind couldn't understand the stakes. I had to learn on my own how to separate from snakes. Silent screams is what I did every night. Toxic fiends wouldn't let me have a life. The ones real close brought the biggest strife. Hard to be hopeful when you ain't living right. I want the drama out my life, get it out my sight. Run up on me, that's a cause for a fight. One bag in my hand, cause now I pack light. Looking in the mirror, uplifting myself. Disrespect or fall victim to selfish neglect. Mad at me when it's evil you project. I'm coming hard body, ain't no time to have step. Principalities wanna see me down. Holy Ghost with me, I'm so profound. Can't go back now, can't cop my style. Wanna steal my sound, here's your red nose clown. Oh, am I supposed to be happy cause you invited me to the party? You want applause for the bare minimum payment. I got a real big family to feed. I got homeless kid on the streets that's out there in need. No change without laying on money, is it free? Your name ain't Stevie, this harm that you're brewing, I know beyond your eyes you can clearly see. I'm tired of being broken about this. I'm tired of not knowing where I fit. I'm on my way to being better. I'm on my way to doing better. How you face your giant is how God get the glory. Don't quit the good chapter of your story on the way. Shut up, pearly whites, it's about to be a brighter day. I know you're real sad now, but it'll be okay. When the no's come, don't flinch. Put the work in, be small, Marshawn Lynch. Don't do it for the green, don't do it to be seen. Do it cause you can't just live in your dreams. Put your self-esteem, top shelf. The war is on, but you're hitting well. Just can't help these cards you were dealt. But when you arrive, that presence felt. Running supreme in your little realm. Purpose meets fate when you find yourself. Keep looking to the hill, which cometh your help. Yeah, look to the hill, which cometh your help. Checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and nana mana pia. I had to re-up on a reel, so you stay defeated. And put it back into the bin, cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I got 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it. And nobody hears it, and it should just stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy, I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold, yeah. Not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Thank you.
knew I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Stop assuming, what we doing? Keep it moving, what we doing? Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Yo, 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 welcome to Wow Zone. We back. Ich hab dich gefühlt 10, 12, 14 Tage nicht gesehen und jetzt auch davor nicht gesehen. Und hier sind wir wieder zusammen. Seabass mit mir in the house. Wie geht's dir? Ja, ey, unverhofft kommt oft. Es war ja jetzt relativ spontan. Season gonna be Wowzone war ich ja am Start. Aber jetzt in diesem regulären Montagsformat ist es ja für mich Premiere und ich freue mich. Ja, Mann, also du warst am Wochenende, ich hab's gesehen, du warst in Bonn, oder? Ich war in Bonn, genau. Bonn gegen Bamberg. Bonn ist ja von mir aus gesehen so die nächste BBL-Adresse. Und ja, da habe ich mal vorbeigeschaut. Ist ein guter Ort zum Sein. Also die Mannschaft sieht dieses Jahr auch schon wieder sehr solide aus. Mit, absolut, dem macht Herrn, Spaß, ja. Mit dem Herrn Shorts. Ja, irgendwie, der passt doch nice ins Jersey. Was hat der gerade, blonde Haare? Ja, der ist gerade blond, ja, richtig. Na man, genau. Es sieht auf jeden Fall flink aus. Ja, herzlich willkommen an die Zuschauer, die schon da sind. Die Easy Credit Basketball Bundesliga ist zurück und es sind einige Spiele gespielt und es gab auch schon kranke Highlights und knappe Games und Overtimes und alles, was das Basketballherz so glücklich macht. Es war alles mit dabei. Also man kann sich quasi schon wieder übersättigt angucken, was das ganze Basketballherz nur so bereichert. Ja, und auch das war ein Zufall übrigens. Die Gäste, die wir heute haben, waren schon angefragt und organisiert. Und dann hat sich wahrscheinlich der eine Gast gedacht, okay, it's my time to shine. Wir brauchen ja Themen am Montag. Genau, ich brauche ja Themen. Lass mich meinen inneren Tracy McGrady canceln und das Ding auf den Kopf stellen. Denn heute haben wir zu Gast. Wen haben wir zu Gast? Eric Washington, Hero aus Ludwigsburg. Heidelberg. Heidelberg, Mann. Ey. Tatsächlich. Und. Nee, ich habe gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, wie viel Teams es unten im Süden gibt. Und deswegen jetzt kurz durcheinander gekommen, aber natürlich Heidelberg. So. Heidelberg und Kapitän und gefürchteter Trash-Talker Akeem Vargas auch dabei. Ich freue mich sehr. Mit dem hatte ich gute Käffchen immer im Nordi zu Frankfurter Zeiten. Und ich hoffe, er erlaubt uns einen Einblick heute in seine Heimatstadt und in seinen Alltag in Heidelberg, ob er da ob da wieder in seiner Hood quasi regiert. Also ich glaube, will ich auch einiges heute rauskitzeln, was er wahrscheinlich so noch gar nicht, da denkt sich wahrscheinlich gerade so, nee, Phil, it's not gonna happen. Aber wir gehen der Sache heute auf jeden Fall auf den Grund. Ja, die Gäste aus Heidelberg, Eric Washington, auch schon, da kommen wir nachher auch zu einem coolen Video. Und natürlich sind wir hier auf Twitch. Wir sind jetzt in Jahr Nummer 3 mit der Easy Credit BBL, Jahr Nummer 2 mit der Wow Zone. Und wir hoffen natürlich, dass es Step by Step an die Leute herangetragen wird, was wir hier Woche oder alle zwei Wochen immer wieder auf die Beine stellen, um das ganze Basketballgeschehen rund um die Easy Credit BBL, aber auch rund um Deutschland Basketball zusammenzufassen. Und da ihr jetzt vielleicht heute das erste Mal dabei seid, empfehle ich euch einfach, folgt dem Channel und da oben auf deiner Seite ist die Follower-Anzahl, die wir machen immer heute bis 10 und dann gibt es immer eine Aufgabe oder ähnliches, was wir zu erfüllen haben und idealerweise später auch mit den beiden Herrschaften Eric Washington und Akeem Vargas, dass wir denen was auftragen können,
so dass die uns dann ihr folgt und denen geben wir eine kleine To-Do mit auf den Weg. Das könnte gut funktionieren. Akim fällt mir noch nichts Gutes ein, aber dafür haben wir den Chat. Ich hoffe, Leute aus Heidelberg sind am Start. Wenn Leute aus Heidelberg zugeschaltet sind, bitte einfach immer in den Chat rein. Und dann ganz können Heidelberg wir muss heute am Start sein. Ganz Heidelberg, also. Warst du schon mal in der Heidelberg Arena? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Tatsächlich, das wollte ich nämlich erzählen. Ich hatte mir ja vorgenommen für diese Saison, dass ich alle Arenen, in denen ich noch nicht war, einmal besuche für ein Spiel. Und ursprünglich hatte ich tatsächlich, und das ist nicht gelogen, ich hatte mir dieses Spiel eigentlich ich hatte es mir eingeplant, für Heidelberg jetzt für das Spiel da zu sein. Und ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Und ich kenne da unten auch jemanden und habe ihm dann sogar noch geschrieben, ey, ich komme zum nächsten oder übernächsten Heimspiel. Und im Nachhinein natürlich krass geärgert. Ey, ich hatte auch geplant. Ja. Ne? Ich habe letzte Woche, irgendwie in der Story, nachdem wir beim Fraport Skyliners Spiel waren, das davor war, gegen Bayern, wo die Skyliners gut gespielt haben, gegen Bayern München. Und da habe ich auch noch gesagt, ja, nächste Woche in Heidelberg. Und dann hat mir auch ein Kumpel in Heidelberg geschrieben, ob ich jetzt heute da bin und dies, das. Und ich habe auch geschrieben, na, hab's nicht gepasst. Und der hat mir während dem Spiel schon geschrieben, boah, ihr haut uns aus der Halle. Und ich bin am Court zu diesem Zeitpunkt selber spielen. Und du dachtest und so, chillig. Ja, ich dachte mir so, nice. Finally a W, weil ich glaube, ich hatte so eine Bold Prediction off-camera, dass... kommen wir später vielleicht nochmal dazu, will ich jetzt noch nicht sagen, dass es bei den Fraport Skyliners am Anfang vielleicht schwierig werden könnte, lass es mich so sagen. Aber jetzt haben sie echt gut gespielt und jetzt natürlich gegen Heidelberg. Ja. Ja, also sie könnten easy bei 2 Siegen einer Niederlage stehen und stehen jetzt bei 0-3, ne? Das ist natürlich sehr bitter. Und Ulm auch. Weil Bayreuth war ja auch richtig unnötig, die Niederlage eigentlich für Frankfurt. Bayreuth war auch unnötig, ja, das sah auch eigentlich echt gut aus. Ja. Also, wie das geendet ist, das besprechen wir nachher nochmal im Detail mit Eric und Akim, aber boah, das war so, es war einfach ein Schocker. Ich habe auch einen Kollegen, der hat mir eine 6-minütige Sprachnachricht, eine Minute gemacht, weil auf Instagram bezüglich dieses Endes und wie er es nicht fassen konnte. Ich habe sie noch nicht angehört, weil 6 Minuten, Bro, gotta chill out. 6 Minuten ist tough. 6 Minuten ist tough. Ja, also wie gesagt, folgt. Ich würde sagen, ich habe hier ein Glas Wasser mit Zitrone und einer Limette, weil ich ein Waterboy bin aktuell. Und das exe ich bei 10. So starten wir in dieses Follower-Game. Wenn wir 10 Follower haben, exe ich das Wasser. Start small und get into the flow of the game. Ja. Sage ich meiner U18 nicht. Ich will immer, dass die mit Intensity spielen. Aber ich hatte so ein bisschen Rostock Seawolves, so wie wenn eine Easy Credit BBL-Team zu den Rostock Seawolves muss. Das ist wahrscheinlich immer die weiteste Auswärtsfahrt für die meisten. Weil die ganzen Teams, wie du gesagt hast, ja im Süden sind. Viele, ja, auf jeden Fall. Ja, ne, viele, ja, nicht alle. Aber wir haben gegen Kassel gespielt und das war eine 2-stündige Auswärtsfahrt gestern am Sonntag. Und es war einfach. Und dann haben wir uns. Und ihr habt verloren, glaube ich, ne? Vermöbeln haben wir uns lassen. Am Ende waren es nur -10, aber. Das sind die schlimmsten Rückfahrten. Weil man das Spiel zu Tode 1000-mal durchdiskutiert nochmal. Man kommt auch nicht zum Ende, weil, wenn dann mal so 5 Minuten Schweigen im Auto ist, dann rollt man das ganze Ding von neu auf. Absolut. Da würde ich. Wie denkst du, ist das so in so einem Bus, wenn man so mit einer Basketball-Bundesliga-Mannschaft verliert und jetzt ist die Rückfahrt und du hast so eine Rückfahrt und jetzt kommen zurück in den... Ist, glaube ich, relativ still. Ist, glaube ich, jeder macht so sein Ding. Musik hören, Serie gucken. Ich glaube nicht, dass da noch... Weil du hast ja dann von Spielende bis Busfahrt
hast du ja noch, du hast nach dem Spiel, dann hast du meistens noch auslaufen, dehnen, du hast Kabine, du hast nochmal Ansprache vom Coach, du gehst duschen. Und da hast du, glaube ich, schon alles rausgelassen, so zumindest, was du jetzt irgendwie noch an Redebedarf, glaube ich, hast mit deinen Teammates. Ja. Und ich glaube, im Bus ist, wenn du verloren hast, relativ still. Und jeder macht, geht vielleicht nochmal im Kopf so sein Ding durch. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch krass viel diskutiert wird, in der Regel. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist halt auch schwierig, wenn du so ein Profi bist und dann bist du, es ist erledigt. Du kannst das Spiel nicht mehr ändern und du lebst auch, das ist dein Privatleben. Und dann, ich denke, manchmal musst du dann bestimmt, dein Coach ist wahrscheinlich noch, also es gibt so krass verbissene Coaches in unserer Liga, sonst wirst du nicht dort coachen auf diesem Level. Und ich wette, wenn dann, falls es irgendwas anderes gibt, was irgendwie lustig ist und da so ein falscher Lachermann im Bus kommt. Stimmt. Das kann ich mir vorstellen, ist schwierig. Ja, stimmt, true. Frage ich, müssen wir die Jungs später mal fragen. Ja, die Follower-Goals haben wir angesprochen, dass die Games tough waren, haben wir angesprochen. Du warst in der Arena, ich war Bonn gegen? Bamberg. Gegen Bamberg, ich kann dir gerade gar nicht Bonn sagen, wer gewonnen Bamberg. Hat. Bonn hat gewonnen. Bamberg war echt gut, haben lange geführt. Ich glaube, im dritten Viertel sind sie nochmal auf 9 plus gegangen. Und dann hat aber Bonn mit einem Run innerhalb von gefühlt 3-4 Minuten aus minus 9 plus 8 gemacht. Also es war schon ziemlich impressive. Und dann haben sie das Ding auch wirklich entspannt und souverän runtergespielt. Aber Bamberg sah zumindest die ersten drei Viertel echt verbessert aus, sage ich mal. Hat Mut gemacht aus Bambergs Sicht, würde ich sagen. Aus Bamberger Sicht. Ja, Basketballherz Deutschland haben sich immer getauft. Ja, ich bin gespannt. Ich kann dir, wir haben ja ein paar Bold Predictions etc. gehabt zum Season Recap und wir waren in Berlin in der Mercedes-Benz Arena, haben uns von der Loge aus, du mit deinen minus 1,8 Dioptrien oder was auch immer, ich weiß nicht, wie deine Augenstärke ist. Nicht so gut auf jeden Fall, ne? Sorry. Haben uns rangezoomt und das Spiel angeguckt zwischen Alba Berlin und Veolia Towers Hamburg. Es war ein geiler Tag. Irgendwie das auch unten am Court hat mir dick Spaß gemacht. War echt cool. Ja, absolut. Und die Easy Credit BBL hat so den Eröffnungsspieltag nochmal gerecapped. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt mal eine Runde rein für euch und ich würde sagen, Film ab. Let's go. Wir haben einen Gast, Malte Delo in the house. Guten Tag. Ja, erstmal danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Ja, die Eurobasket natürlich sehr, sehr gut hier verfolgen können in Berlin. Hat sehr viel Spaß gemacht, den Jungs dazu zu gucken. Also dafür dick Props, wie ihr da Stimmung gemacht habt. Wie nah warst du jetzt trotz Verletzung dran am Team? Ich habe alles mitbekommen. Okay. Ich glaube, dass wir eine gute Truppe wieder zusammen haben und hoffe, dass wir dadurch am Anfang der Saison jetzt vor allem schneller unseren Rhythmus finden. Also ich habe hier die Big. Malte Delo schießt 5 aus 25 für Lok Bernau, aber spielst du bei Alba Berlin, da schießt du 39%. Ja genau, mit so Leuten wie Luke, Maodo, Tamir, da wird man einfach gefunden in den perfekten Situationen und da muss man das Ding noch reinjagen. Völlig verständlich, ist mir nur aufgefallen, ja. Weil ich Zahlen lesen konnte und dann war ich sehr stolz auf mich in dem Moment, dass ich den Fakt erkannt habe. Ich trainiere eine U16 und eine U18. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie kommt man am besten über den Screen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass man sich nicht so krass auf den Block konzentriert, sondern erstmal das 1 gegen 1 so ehrlich spielt. Jungs, ihr habt es gehört. Keine Ausreden mehr. Jetzt haben wir es hier gehört, Malte hat es uns erklärt. Vielen, vielen Dank. Danke euch, ja. Vielen Dank für die Einladung. Hey, gute Besserung, kommt schnell zurück und ansonsten euch heute viel Erfolg. Caruso in the building. Caruso ist da. Ne? In der Wowzone spielen sie euch immer die große Freundschaft vor. Und dann haben sie sich noch nie persönlich getroffen. In echt. Lächerlich. Auf jeden Fall Isaac Bonga. Okay, da kommt so ein 22-Jähriger zu den Bayern und sagt, okay, gib mir den Ball. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Aber am Ende ist bei Bayern meiner Meinung nach ja auch so, Andrea Trinchieri sagt, du gibst ihm den Ball. Weißt du? Du gibst ihm jetzt den Ball. Wenn du ihm nicht den Ball gibst, dann, du gibst ihm jetzt den Ball. Juan Nunes Garcia. Ratet mal Jahrgang.
Boah, 2004. Inzwischen ist es so wild mit diesen Jahrgängen. 2004? Ja. 2004. Das macht mir richtig. Ja, wenn man das hört, denkt man, der ist 8. Hey. Alba oder Bayern wird es auf jeden Fall auf 1 oder 2 schaffen, denkst du? Nee, dann machen wir es andersrum. Wir sagen, einer von beiden ist nicht in den Top 2. So, ich glaub, nee, das muss jetzt schon aufgeschrieben werden und du musst dann am Ende auch so mit Clip so darauf festgenagelt werden, so, hä, aber du hast doch gesagt, Bonn wird Erster. Ah. Also ich würde gerne wieder Bonn sagen. Schreib mal gerne in den Chat, ob wir Bonn nehmen sollen, die da oben die Top 2 wieder crashen. Also Siebes Take ist, Alba und Bayern bilden nicht Top 2. Genau. Nicht so ein Hot Take. Wir brauchen von dir, bevor du gleich gehst, einen richtig heißen Hot Take. Ich finde Hamburg super interessant. Aber Hamburg wird Meister. Ja, nee, aber Top 4 Team. Okay, nice. Towers, ja. Top 4. Ich glaube okay. Schon. Würde ich akzeptieren als Hot Take. Ey, dann vielen Dank für deinen Besuch. Ey, kein Problem. Sogar. Tschüss, Chat. Es war schön mit euch. Danke dir. Wir sehen Alba uns später. Heute mit 40. Ich dachte, Hamburg ist ein Top 4 Team. Also, das widerspricht sich so ein bisschen. Hamburg ist ein Top 4 Team, aber Alba gewinnt heute mit 40. Na gut. Na, herrlich. Okay, gut. Ladies and gentlemen, we're in for an incredible night. Oh, we're taking it up a notch. I can't believe what I'm seeing right now. Wes and Mike TZ coming all strong, straight into the end zone. Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say your word till they announce it. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. I know you got it. Out of my way, give me some space, just family around me. Determined to get it, I'm focused and driven, so what you know about it? Yeah, I'm just working on my trophy speech. My trophy speech. I'm just working on my trophy speech. My trophy speech. See, this for the fam, this for the home team. I'm just working on my trophy speech. I'm just working on my trophy speech. Ey. Da sind wir wieder. Nice. Da sind wir wieder. Ich arbeite auch noch an meiner Rede, wenn ich dann meine Trophy Speech. Für was? Meine Trophy Speech. Boah. Ich würde auf jeden Fall. Für was? Denken, Coach of the Year? Ja, nein, es wird's nicht. Also, ich muss echt sagen, es wird's nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, sehr, sehr schöne Bilder, die da aus Berlin, ja, eingefangen worden sind. Und ich finde, Carusos Take, einer ist ja schon daneben gewesen, also auf jeden Fall, aber Berlin hat nicht mit 40 gewonnen. Nee, es war ziemlich eng und Hamburg hat es ja am Ende auch ein bisschen in der Hand gehabt und auch ein bisschen aus der Hand gegeben, ohne jetzt Credit wegnehmen zu wollen von Alba, aber es gab ja diesen Turnover am Ende und dann auch die letzte Possession von Alba, in der Hamburg hätte faulen müssen und ein bisschen Miscommunication und dann so ein bisschen den Ball hinterhergerannt und einfach nicht mehr rechtzeitig faulen können. Also da war auf jeden Fall aus Hamburg Sicht durchaus das Upset drin. Ja, das Upset war drin. Und das Jahr davor, weiß ich noch, da waren die Telekom Baskets Bonn da und die haben das Upset einfach gemacht. Und da haben wir wirklich, da weiß ich, da haben wir ja gefühlt, just for fun, die Predictions so hingehauen. Ja, die holen halt. Da habe ich nicht wirklich im Kern dran geglaubt und dann waren sie die ganze Saison da. Ich erinnere mich dran, weil es war ja das erste Spiel von Parker Jackson Cartwright und man hat halt vorher so ein bisschen gehört und gelesen, ne? Man hat ihn aber noch nie auf der BBL-Bühne dann gesehen und dann hat er ja wirklich schon einiges auch gezeigt dann in dem Spiel und wir saßen da oben und haben uns gedacht, ey, der wird auf jeden Fall dieses Jahr Bock machen, der Typ, und so war es dann ja auch. Es war unglaublich, er hat mal Odolo gecrossed und geenkelt, dass er auf dem Boden lag. Und dieser Clip ist nicht aufgetaucht. Wo haben wir diesen Clip? Echt? Da kann ich mich sogar nicht mehr dran erinnern. Wurde bis, oder vielleicht nicht auf dem Boden, aber er wurde unter den Korb gecrossed auf jeden Fall. Bis hoch und er stand und hat den Dreier dann getroffen. Diesen Clip finde ich irgendwann. Wenn Maodo mal hier Gast ist, zeige ich ihm, ob er sich daran erinnert. Das startet das Gespräch bestimmt richtig super. Das ist ein super sympathischer Einstieg. Das ist richtig super sympathischer Einstieg. Ja, nichtsdestotrotz waren wir viel mit unseren Predictions. Was, ich glaube, eine deiner Predictions für jetzt war, Alba und Bayern bilden nicht die Top 2. Genau. Und ja gut, ich meine, jetzt ist die Tabelle natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig.
Deswegen brauchen wir jetzt noch nicht darüber sprechen, ob. Aber Alba ist ungeschlagen. Alba bisher 3-0. Das geht schon wieder in eine sehr solide Richtung. Aber Bayern ja auch. Beide ungeschlagen 3-0. Aber auch noch keine harten Euroleague-Wochen in sich. So nämlich. Und Bonn, also wenn wir drauf schauen, Bonn, Bayern, Ludwigsburg, Berlin und Göttingen und Rostock aber auch erst mit einem Spiel ungeschlagen, aber Göttingen mit 2-0 auch, ja, ganz nett, würde ich sagen. Sehr solide, ja, haben Kreisheim geschlagen. Ja, also, genau. Also mein Tipp war ja, dass Kreisheim richtig einschlägt dieses Jahr wieder, erneut. Aber bis jetzt greift noch nicht alles. Haben sich ja auch noch einen Guard geholt aus der finnischen Eurobasket, der ist da dazugekommen. Ich bin gespannt. Ich root natürlich so ein bisschen für Kreisheim. Zum einen Sebastian Gleim und das andere mein Homie Danny als Assistant Coach. Also, und es ist die nächste Stadt an meiner Heimatstadt übrigens. In Aalen, Baden-Württemberg bin ich aufgewachsen. Okay. Ja, ja. Und ich habe hier die Predictions. Das werde ich auf jeden Fall noch irgendwann einen Ticken schöner aufarbeiten. Aber so far gucken wir uns das jetzt mal so an. Ich habe die natürlich alle mal notiert. Ja, also wir haben hier Alba Bayern bilden nicht Top 2, gesagt von CBS am 28.09. Also du bist wirklich marked damit. Dann Scoring King Matt Mobley, habe ich gesagt. Du bist mit TJ Shorts gegangen. Dann hatte Caruso gesagt, Veolia Towers Hamburg schaffen es ins Top 4, aber in der Regular Season, also nicht ins Top 4. Vielleicht schaffen sie es auch ins Top 4. We never know. Und dann hatte ich meine Bold Prediction, dass ich Gordon Herbert fragen kann, ob er mir seine Bronzemedaille mal ausleihen kann. Aber fehlen da nicht welche? Was ist denn noch im Kopf? Also ich hatte auf jeden Fall eine und ich war schon halfway there. Ich habe gesagt, es gibt ein Quadruple Overtime Game. Oh, stimmt. Hast du das auf und ja, ich glaube, ich habe es auch, ich meine, ich habe es auch aufgeschrieben. Oh, vielleicht ist es verloren gegangen da oben im Studio. Nee. Und Würzburg gegen MBC, die waren ja schon auf einem guten Weg dahin. Stimmt. Boah, auch die waren das schon, Game müssen wir auch nachher nochmal richtig reingucken. Also, ja, die waren schon zur Hälfte da. Ebenfalls am 28. Ein 4-OT-Game. Jetzt sage ich mir schon egal. Yes. Das schreibe ich nochmal nachher schöner, aber das kommt da auf jeden Fall auch noch drauf. Yes, sir. So. Ja, I like it. Ein 4-Overtime-Game. Ja, und wie hätte es nicht anders sein sollen? Ich war letzte Woche in Frankfurt beim Spiel und der deutsche Nationaltrainer Gordon Herbert war da. Also habe ich meinen ersten Versuch schon mal gestartet, zu gucken, wie wahrscheinlich das ist und habe mir den hinten im Essensbereich geschnappt. Und mit meiner besten Freundin Isomali zur Rede gestellt und mal rausbekommen wollen, ob es eine kleine Chance gibt, dieses Ding da mal in die Kamera einzuhalten. Und da könnt ihr euch den Clip jetzt hier angucken. Everybody, I'm here with Head Coach Gordy Herbert. He's super happy to do this interview with me. And I have 3 questions for you. Question number 1 is, where do you keep your bronze medal right now? At my summer home in Finland. So you've been already back home? Yeah, yes. And just relaxing, did you celebrate? How did you celebrate? No, I was sick for a week. So I didn't. I see. What are the chances for me to rent out the bronze medal for like maybe 2 weeks? Zero. Zero to none? Or zero to none. As of right now. We'll see about that in like a little bit. Oh, yeah. Besides that, will you ever come watch one of my games? You coach women or men?
I coach under 18, but I'm looking forward to coach also a women team. Yeah, when you coach a women's team, let me know. I'll come watch it. And would you watch a game of me playing? That's a tough question to answer. Just answer. Yes or no? No. Get it. Got it. Got it. That's all. Thank you very much. Have a good one. Thank you. Ja. Boah. Ich muss sagen, am Anfang hatten seine Antworten so ein bisschen Popovic-Vibes. Also immer so ja. Wirklich nicht mehr als nötig und dich dann immer so ein bisschen auflaufen lassen. So, ja, aber no. Das ist, yes. No. Yes. Aber auch trotzdem irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. 100%. Und eigentlich wollte ich, bevor ich dieses Video abspiele, habe ich eigentlich jetzt vergessen, ich wollte sagen, dass ihr euch nicht wundern sollt, warum die Interaktion so frontmäßig ist. Die Sache ist, der Gordy war ja in Frankfurt Head Coach und den habe ich jeden Morgen beim Kaffee holen und ich habe ein dauerndes Back and Forth. Der hat sich immer über meinen Haarschnitt lustig gemacht, und sein Sohn ist einer meiner besten Kumpels. Deswegen ist es so eine, nicht, dass man jetzt denkt, der Gordy geht da zu irgendeinem Journalisten und ist dann plötzlich so voll unnahbar. Das ist so unser ongoing running gag. Ja, aber anscheinend denkt er nicht, dass er mir die Bronzemedaille und ausleihen wird. Ich habe es sogar befürchtet, weil du hast mir ja gesagt, dass er jetzt die Awards so bisher nicht so krass irgendwie ja an besonderen Orten aufbewahrt oder dem das nicht so wichtig sei. Aber ich habe ja dann entgegnet, die Bronzemedaille ist schon was Besonderes. Das könnte schwieriger werden und er scheint ja bislang das auch so zu sehen. Ne? Und genau der Punkt ist es, was ich in deinem Satz höre, bislang. Ah, ja, hey, bleib dran, bleib dran. Also ich bleib auf jeden Fall dran. Vielleicht, wenn Deutschland nächstes Jahr bei der WM mindestens Silber holt, dann ist Bronze halt nicht mehr, dann verliert das so ein bisschen an Gewicht, ne? Korrekt. Dann kannst du vielleicht nochmal nachfragen. Also ich werde einfach ganz oft nachfragen, bis er irgendwann nachgibt. Und ich weiß, er wird nachgeben. Dieser Zettel wird ja nur abgehangen und vernichtet, wenn diese Bold Prediction nicht eintritt. Und dieses kleine Nein, wo er meinte, zero to none chance, also das da rein, da raus. Also es war nur so, er hat mitbekommen, dass ich Interesse habe. So ist das zu verstehen. Ja. Dann nice. War die Marlene Isomali war mit mir da und wir hatten nicht nur die Frage und wir dachten so, Eurobasket ist vorbei. Die haben bestimmt sich gut mit Germany Gear, Trainingsshirts, alles Mögliche eingedeckt. Kann man ja mal auch fragen, ob man was haben kann. So. Mhm. Und ich wollte natürlich was. Mali hat jetzt auch nicht Nein gesagt. Und habe ich ihm nochmal eine Frage hinterhergeschossen. Nice. Can I have any national team gear? Yes, I can give you a shirt that I got. I can get refactored in Turkey. Like a fake one. It looks real. I think camera lady, she also is looking forward to Germany. What would you like? Size small, a t-shirt? She can have anything she wants. Okay, that's what I saw coming. All right, we out, thanks. Klassiker. Yeah. She can have anything she wants. Ja, okay. Dann muss sie einfach mal noch eins in L, XL bestellen für mich mit. Sagt sie, sie braucht noch eins zum Schlafen, dann kriege ich auch noch ein Shirt. Da hätte sie das aber eiskalt ausnutzen müssen und sagen müssen, okay, ich möchte ein unterschriebenes Shirt von jedem Nationalspieler. Game One, Spiel um Platz 3 oder Game One, Griechenland-Spiel. Ja. Eiskalt, hätte ich ihn drauf festgenagelt. Ja, auf jeden Fall, gerade vor der Kamera, ja, da hätte man, hätte man agieren können. Ich glaube, am liebsten hätte sie eins von Maodo Lo, ihr absoluter Favorite Player. Maodo Lo, Jersey vom Litauen-Spiel. Game One. Yes, das wäre es gewesen. Also mal, Chance ich versuche, Chance vertan, wahrscheinlich Chance vertan. Aber wir hoffen, dass der mal wieder in,
in Frankfurt unterwegs ist und dann wird der nächste Versuch gestartet. Dann muss sie diesen Clip immer auf dem Handy haben, wo er das sagt. Dann muss sie das immer als Video auf dem Handy haben und ihm das dann zeigen. Remember? Remember? Und nichts dazu sagen, nur remember. Ja. Ja. Boah. Am besten noch in so eine Konversation von ihm und jemand anderem Funktionär irgendwie reinplatzen so, und dann das da einfach reinheben. Coach, so, you told me I can have anything I want. So richtig unpassend. Richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Wir haben im Chat RSW Basketball. Was sagt ihr zu Rostocks BBL-Auftakt? Naja, Siebes. Hey, W. Also besser kannst du nicht starten. Etwas verspäteter Start, aber dann direkt mit einem Sieg gegen Ulm zu starten. Ich glaube, wir schauen gleich auch nochmal rein in das Game. Ja, besser geht's nicht. Ich meine, Rostock sowieso, glaube ich, ziemlich geil für die BBL, dass die es da oben geschafft haben. Geile Kulisse schon in der Pro A auch immer gehabt. Und ja, besser kann die BBL doch nicht starten für Rostock. Also Bombe. Ja, sehe ich genauso. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir da auch direkt. Gucken wir da mal rein in das erste Spiel der Rostock Seawolves in der Easy Credit Basketball Bundesliga. So. Let's go. Das will nicht. Will das so? Ja, so will das. Perfekt. Die Erwartungen, sie waren groß. Unter den Fans der Rostock Seawolves vor dem BBL-Debüt, dem ersten Spiel überhaupt. Die ersten Punkte quasi in der Easy Credit. History in the making. Der Rostocker. Boom. Der BBL, die besorgte Derek da haben wir's. Kurz nach Beginn des Spiels. Ich bin sehr gespannt. So, die haben als die noch in der Pro A oder in der Pro A war, haben die schon so nice Media-Stuff gemacht. Uiuiui. Ja. Das fand ich da schon immer Karim, sehr nice. Ja. Ja. Karim. German Giannis oder was? Nigel Pearson trifft seinen ersten Dreier auf dem BBL-Parkett und sorgte so erstmal für eine 5-Punkte-Führung. Ja, da sieht man auch schon ein bisschen so Kulisse und Stimmung auf jeden Fall schon längst auf BBL-Niveau. Ja, auf jeden Fall. Rostock die will ich Zuschauer auf jeden Fall auch besuchen. Ja, ja, wäre ich am Start, komme ich mit. Also, die sind einfach die letzten Jahre halt hingeschoolt worden. Around Basketball. Ulm! Nice! Ey, Ulm hat die letzten Jahre immer sehr athletische Teams gehabt. Mhm. Nur noch nicht so erfolgreich. Offensiv, beide Mannschaften nicht mit dem ganz großen Wurfglück. Auch wenn Tyler Nelson hier mit seinem nächsten Dreier seinen Teil dazu beitrug, dass seine Mannschaft eine 42-6. Ja, erinnerst du dich noch an Javonte Green? Puh. Oh ja, stimmt. Javonte Green. Ich glaube, der hatte sogar erst letzte Nacht so einen richtig krassen Preseason-Dunk in der NBA. Der war ja auch in Ulm und der war ja auch ordentlich above the rim unterwegs. Der war so wild. Ich erinnere mich, der hat in einem Half-Court-Set einen 360-Dunk gehabt. Also nicht in einem Transition oder so, sondern einfach so im Halfcourt hat er ist dann die Lane und stopft den 360. Das ist, ey, das ist einfach anders. Übrigens, Till Gloger von Rostock, Bochumer Junge. Früher bei mir im Basketball, also nicht bei mir, aber ich habe früher im Bochumer Basketballcamp gecoacht. Und da war er auch am Start mit seinem Bruder. Und ist damals schon immer ewig in der Halle geblieben, mit 12 Jahren oder so, und hat geworfen wie ein Verrückter. Das geht's nicht, ne? Ja, ja, und ist dann auch seinen Weg gegangen. Krass. Boah. Da sah Ulmer Basketball sehr, sehr konstant aus und RSW Basketball war live dabei. Letzten 2 Minuten haben sie so Gas gegeben und er seit der Pro B jedes Spiel da. Ehrenvoll, sehr cool. Big Time Steal. Oh ja, der enjoyed die Energy, der Lewis. Geiler ja, er ist wie Basketball. Oh. Wir kommen demnächst auch mal vorbei, haben wir uns fest vorgenommen. Yes, I promise. Und dann den Dreier
zur Führung. Sehr nice. Hey, so viele krasse Finishes in den ersten Wochen jetzt schon. Ja, also wirklich. Und vor allem auch mit dieser vollen Halle packed. For Rostock, for BBL, you know, we were super excited to come out here against a great home team, and we pulled out a tough victory, so it's a great day. Fühlt sich gut an, aber man darf nicht vergessen, ein Spiel von was? Einer von drei oder zwei deutschen Coaches in der Liga. Coacht mit seinem Dad zusammen. Sein Dad ist sein Assistant Coach. Nice. Interessant. It's family business over there in Rostock. Yes. Und da würde ich sagen, können wir hier direkt in das nächste Spiel reinspringen. Yes. Und das ist auf jeden Fall crazy finish. Philipp Hartwig, unglaublich lustig beim Media Day, muss ich sagen. Extrem lustiger Charakter. Habe ich sehr gefeiert. Die beiden Center, beides Neuzugänge, Bräunig und Hartwig, jeweils für ihre Teams. Boah, Cameron Hunt. Boah, Alter, der ist tiny, Alter. Der war, geht ja. Der war richtig gut drauf. Aber der bisher sieglose MBC mit einer tollen Wurfquote von außen, Kostya Moshidi. Ja, Kostya Moshidi, bin jetzt auch gespannt. Hatte wieder einen 3x3-Sommer. Aber war jetzt auch eine Saison jetzt wirklich im 5 gegen 5 unterwegs. Hatte eine Offseason. Kann ich mir auch viel erwarten von. Absolut. Und John Bryant immer noch. John immer Bryant. Noch da. Moving people around like they're not even there. Bärenstark. 8 von 10 Dreiern. Jeder darf mal draufhalten. Chris Clyburn, John Bryant, Lamont the Cook Jones. Lamont Jones. Zur Halbzeit Igor Jovovic. Zufrieden, aber dann im dritten Viertel. Ja, 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 ist ein bisschen auseinander. Hey, Cameron Hunt, den habe ich schon in der Pro B, die Fraport Skyliners Juniors, auseinandernehmen sehen. Der wird Jahr für Jahr besser. Der hat sich auch so richtig hochgegrindet. Ja, so ein bisschen so. Voll. Sogar noch eine Liga unter Jalen Smith gestartet und absolut gestandener Easy Credit BBL-Spieler mittlerweile. So, jetzt die Crunch Time, die war crazy. Jetzt hat er übernommen, so ein bisschen. Erstmal der Turnover, aber. Oh, erstmal der Turnover. Mit dem Ballgewinn und dem Layup bringt. Das war einfach zu crazy. Der Pass. Und dieser Stepback, was das für einer ist. Ein Sidehop. Tough. T-U-F-F. Tough. Cameron Hunt hier auch. Einfach durch den Mann durch. Strong. Boah. Jetzt wieder. Gleiche Situation. Nur noch weniger Zeit. Zack. Yo, der steht. Ah, the bank is open. Und er zwingt. And that's a foul. That's a foul, sagt er so. That's a foul. Und Lamont Jones ist dann der Mann der letzten Minuten. Alle Punkte, alle Aktionen über ihn. Der ist dann auch richtig heiß gelaufen. 30 hat er gemacht, ne? Ja. Der kann richtig heiß laufen. Boah, er kann richtig heiß laufen. Man, I feel pretty good. You should. Oh, ist sein Career High. Okay, wusste ich nicht. Der hat schon in Frankfurt immer gut gescored. Also on Scoring. Liegt ihm. Boah, auch 32. Es war eine dramatische Samstagabendshow in Würzburg. Ja, nice. Also krasses Spiel. Wirklich krasses Spiel. Aber für tolle Unterhaltung. Crazy. Ich habe hier mal, sieht man das? Ich habe ein Foto rausgesucht. Ich habe Lamont Jones und Sergio Kirouche bei der Eurobasket getroffen. Moment, wo ist es? Ah, ja, ich sehe es. Ja, in die andere Richtung. Ja, so. Nice, sehr und cool. Die haben sogar zu mir gesagt, ey, watch out for us this year. Wir haben ein nices Team, Und ja, direkt jetzt hier am dritten Spieltag mal gezeigt, was möglich ist. Also, ey.
Hey. Gibt schon jetzt einige Kandidaten für Spiel der Saison, ne? Muss man einfach so sagen. Ja, also 100%. Also Double Overtime. Aber das Krasse ist, wir gucken uns hier ein Double Overtime Game an und gefühlt ist es nicht das Krasseste, was von den letzten paar Games noch so passiert ist. So. True. So, true. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage, weil ich glaube, das können wir später auch mit unseren Gästen mal besprechen, weil du hast jetzt zweimal hier die Situation gehabt und du hast die Situation auch im Frankfurt-Spiel gehabt, die ewige Diskussion. Du führst mit 3. Ja, ich weiß. Wenige Sekunden zu spielen. Du bist auch Coach. Foulst du oder foulst du nicht? Boah, ich hab immer NBA geguckt und die faulen nicht, aber ich faule nicht. Ich faule nicht, aber wenn ich einen Freiwurf habe und wie viele Sekunden waren auf der Uhr? So 3 am Ende. Jetzt bei Würzburg waren es 3x5 und 3x. Ja, also ich werfe die Freiwürfe gern daneben, weißt du? Und sorge dafür, dass der Ball komplett außer Kontrolle ist. Aber gut, wenn es schief geht, dann siehst du aus wie der größte Idiot überhaupt. Mhm. Deswegen weil Frankfurt hätte ja auch vor dem Game Winner, also vor dem Ausgleich auch faulen können, theoretisch. Ja, Frankfurt hätte viel machen können. Weißt du, also, ja. Keine Ahnung. Frankfurt hätte auch den letzten Wurf nehmen können und nicht schon 4 Sekunden vor Schluss den Dreier nehmen. Den schlechten Dreier oder auch noch. Ja, oder wieso überhaupt Dreier? Es ist tie game. Also da hat sich mein Hirn wirklich... Das gucken wir uns auch gleich nochmal richtig schön in Ruhe an, ne? Ja. Das gucken wir uns in Ruhe an, Step by Step. Tigger666 schreibt faul. Wahrscheinlich meint er die Aktion an Lamont Jones. Ah, nee, er meinte jetzt faulen. Meint, immer faulen. Dass man faulen soll. Ja, aber dann kann man... Ich meine, auch das bringt natürlich Risiken mit sich, ne? Weil wie du sagst, stell dir vor, die machen den ersten... werfen den zweiten daneben, holen Offensiv-Rebound und entweder gleichen sie dadurch dann aus oder treffen sogar einen Dreier, dann siehst du auch aus wie der Idiot. Ne? Also es ist halt auch immer so ein bisschen, im Nachhinein ist man immer schlauer, Modus. Ja, Tendenziell auch eher ein Freund von spielgute Defense und wenn sie einen kranken Dreier treffen, einen kranken Fadeaway-Dreier, dann ist es halt so. Aber so dann spiel die Percentages, oder? So. Ja, glaube ich auch. Vor allem denk mal jetzt an die Eurobasket zurück und auch bei uns jetzt hier in der Liga, ich denke mal, die Sachen sind relativ gleich gepfiffen von der Regelauslegung. Wenn du dann so bewusst faulst, kriegst du so schnell ein Unsportliches, wenn du nicht den Ball spielst oder so und jetzt schießt der 2 Freiwürfe, ist im Vorfeld und hat den Ball und hat schon weißt du, du kannst das Spiel noch dümmer abgeben, als das sowieso schon, also es kann so viel schief gehen mit Faulen, finde ich. Deshalb ist es schwierig. Können wir gleich mal unsere beiden Gäste fragen, wenn sie mit 3 vorne sind, welche Strategie sie bevorzugen persönlich? Das interessiert mich. Ja, finde ich gut. Das finde ich auch gut. Ja, es war Alba gegen EWE Baskets Oldenburg Time. Yes. Und Alba ist top in die Season gestartet, ist 2-0 gewesen und ist dann nach Oldenburg gereist. Und dort ist in Oldenburg ist auch die Legend Ricky Paulding nochmal zum Most Likable Player rewarded worden. Aber dazu kriegen wir gleich nochmal ein anderes Video. Aber Max Di Leo reist dahin oder wechselt dahin, wo auch immer Petro Kajes ist. Das ist ein Tandem, die zwei. Stimmt. Ich war am Anfang, bin ich verwirrt jetzt hier. Alba in diesen Jerseys, habe ich noch nie gesehen. Die blauen, ne? Ja. Ja. Aber ich finde, die haben was. Ungewohnt, aber mir gefällt das. Ja, finde ich auch. Haben was. Viertel, der Dreier fällt gut. Pedro Kaye sieht aber, dass seine Mannschaft durchaus gut. Ja, JT, glaube ich, hat einfach jetzt dieses Jahr Confidence auf 100 eingestellt. Yep. So, der hat sich so bewiesen. Schöner Pass. Foul. Ja.
Ja, also wenn man sich anschaut, gegen welche Big Man er gespielt hat bei der Eurobasket, ja, safe. Und auch erfolgreich gespielt hat, da wird er sich jetzt, hat er vorher zwar auch nicht, aber wird er sich jetzt noch weniger verstecken, ne? Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also JT ist the man. Der Pascal Roller Award. Also auch noch bei Maodo Lohn, ist einfach so clean aus. So wirklich. Ja, Maodo und JT waren Topscorer mit 18 Punkten beide. Ja. Also keine Müdigkeit nach langem EM-Sommer. Nee, die haben nur eine Spielpause gemacht. Das war wahrscheinlich das erste, dass wir, genau, das, da wo wir waren. Von Israel Gonzalez, genau, die Minuten gut verteilt. Uff. Oldenburg mit einigen spektakulären Momenten. Ja, Oldenburg dieses Jahr hoffentlich nicht so schwach wie am Anfang vom letzten Jahr. Das war ja ein Schock für alle. Ja, aber bisher sieht das gut aus. Zwei Siege. Sieht gut aus. Jetzt nur, ja, ja, gegen Alba kann man immer verlieren. Gegen also bisher macht Alba das auf jeden Fall, kann man mal verlieren. Ich glaube, das, ja, das ist so. Ist halt wirklich so. Das könntest du sogar als Fan deines Teams sagen, um dein Team zu motivieren. So nach dem Spiel, okay, so aufmunternd. Das ist nur die Betonung. Warum schreibt man da den einen Rebound hin? Finde ich geil, Rebound. Ja. Yes, sir. Alba sehr, sehr souverän. Definitiv. Alba bleibt perfekt in der BBL Oldenburg mit der ersten Niederlage. Ja, da haben wir mal in die drei Spiele hier reingeguckt. Und wie es schon leicht angeteasert worden ist, der Most Likeable Player Award wird schon, der Pascal Roller Award ist zum vierten Mal an den werten Herrn, der letztes Jahr einer der Legenden war, Ricky Paulding, vergeben worden. Also ich glaube, da jedes Mal, wenn man, der war immer tiefenentspannt, oder? Absolut, aber einmal hier Trivia Question an dich und den Chat. Es gibt einen Spieler, der diesen Award häufiger gewonnen hat. Wisst ihr, wer das ist? Oh, der Jenso im Chat. Jenso, weißt du, wer das ist? Wer den Award noch öfters gewonnen hat für den Most Likeable Player? Ah, ich glaube, ich weiß es. Aber ich lasse jetzt Tipp, noch. Ich gebe einen Tipp. Könnte auch jetzt bald Most Likeable Experte werden, vielleicht. Yes. Oder ist er vielleicht schon? Ja, also Tigger hat es reingeschrieben, Per Günther. Ja, der hat ihn schon fünf. Ich glaube, der hat ihn sogar fünfmal in Folge gewonnen. Also, Dunking Gold ist sehr, ja, gut. Pascal Roller Award hat natürlich am öftesten Pascal Roller gewonnen. Er hat sich den jeden Tag, ja, selbst verliehen. Ja, nice. Gucken wir uns an, die Vergabe des Awards, und dann quatschen wir nochmal ein bisschen mit euch, und dann kommen die Gäste auch schon aus Heidelberg. Film ab, Ricky Paulding. How far away is basketball for you? I definitely miss it, just being in the atmosphere and watching the guys play. But it's fun watching it as a fan and being amongst the crowd and being able to appreciate a guy like Max DeLeo as a fan and not as an opponent. Diesmal muss er also nicht viel tun. Er hat heute auch einen Award bekommen. You got the award for the fourth time, the Pascal Roller Award. Da haben wir es. The most likable guy in the BBL. You know, nice. Is that some good, you know, last visit, or you know, more to come for you? I think it's a good last visit. It means a lot to me because I know it comes from the fans, and not only here in Oldenburg but around the league. And you know, Pascal Roller was a great player, and you know, I had many battles against him, and I always admired him on and off the court. And so it's an honor for me to get this award. Alle Spiele live, nur beim Agenten. Ja, nice. Yes. Nice, nice, nice. Schöner letzter Award. Ist doch also nett, dass er den nochmal bekommen hat. Ja, unverdient, kann man, glaube ich, auch sagen, wenn man das. Ja, safe. Ja. Bilderbuch-Career, so da in Oldenburg. Und Jenso schreibt: Kein Plan, Bro. Ich bin seit heute BBL-Fan. Ja, willkommen. Das grenzt du endlich auch wieder ein bisschen mehr über Basketball. Dem Jenso habe ich am
vergangenen Samstag 5 Euro auf dem Court, weil er abgezogen, weil er mal wieder die Shooting Competition gegen mich nicht gewinnen konnte. That's life. Ey, was glaubst du, wie das ist, wenn du so 5-mal in Folge Most Likeable Player geworden bist? Und also wenn du jetzt zum Beispiel bei Awards wie MVP oder Topscorer, da kannst du es ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn du es dann nicht gewinnst. Aber wenn du den so 5-mal in Folge gewonnen hast und dann nicht gewinnst, was denkst du dir dann so, ey, was habe ich gemacht? Wieso mögt ihr mich nicht mehr? Was habe ich falsch gemacht? So, hä? Mögt ihr mich nicht mehr? Was ist los? Müssen wir Perma fragen, wenn er irgendwann mal zu Gast ist. Wenn er, ob er sich dann immer nicht mehr genug geliebt gefühlt hat von den Fans, dann im nächsten Jahr extra. Nee, ich kann gern noch mal 5 Minuten länger Interview machen. Nee, ist gar kein Problem. Ich komm noch mal raus. Meine Beine tun weh, aber das ist gar kein Problem. Für die Fans tue ich alles. Ich setze mich nach der 10-Punkte-Niederlage noch mal 10 Minuten in den gegnerischen Fanblock und gratuliere. Und gratuliere denen. Damit, ihr gebt mir schon eure Stimme, oder? Der Award kommt bald wieder. Der Award kommt bald wieder. Ich brauche den sechsten. Ey. Ah, nice. Okay, Per Günther, Ricky Paulding. Wer sind denn sonst noch so Preisträger? Oder sind das nur die beiden jetzt gewesen? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine gute Frage. Also, da wird sicherlich auch noch wirklich ein paar andere Preisträger gegeben haben, aber die habe ich jetzt nicht alle auf dem Schirm. Die habe ich auch nicht. Zugeben. Moment hier, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Most likable player der Basketball-Bundesliga. Oh, also, tatsächlich 2021 war es Paul Zipser. Ja, danken Gott, gewusst. Genau, davor wurde der Award wegen Corona nicht vergeben. Dann, davor war es Rashid Mahal-Basic, ja, kann man auch nachvollziehen. Ja. Davor waren es 2-mal Ricky Paulding und dann kamen die 5 Jahre Per Günther. Dann haben wir Kyle Heinz. Zwischen Mahal Basic und Ricky Paulding. So. Dann haben die so alles getan. So wie so, wie so Wahlkampf dann gemacht und auch so Flyer verteilt und sowas. Ja, aber tatsächlich gibt es den Award scheinbar erst 2005, 2006. Also so viele Preisträger gibt es tatsächlich noch nicht. Und Pascal Roller hat ihn auch einmal gewonnen. 2009, seinen eigenen 2006. Award, oder hieß er, da hieß er noch nicht so? Da war ich glaube, er wurde erst danach nach ihm. Ja, genau. Ja. Er wurde quasi, es gab ihn 5 Jahre. Pascal Roller hat ihn 2010 gewonnen und danach wurde er umbenannt in Pascal Roller Award. Oh, ich glaube, da kommt keiner hin ran. Wenn du so likable bist, richtig, dass der Award zu dir wird. Richtig History-Lesson hier. Richtige History. Ey, gut, so sonst hätte ich es jetzt auch nicht gewusst. Lernen wir in jedem. Ich auch nicht. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, und wir haben einen Gast und für den Obwohl, jetzt hat er sozusagen einen kleinen Auftritt. Und zwar begnadet guter Sänger anscheinend. Denn, wo haben wir es? Wir gucken mal auf die Instagram-Seite der Easy Credit Basketball Bundesliga. Yes, und sir. Da haben wir am Media Day, habe ich die Jungs mal da ein bisschen zugeleitet, mal mir ein bisschen zu helfen, weil ich die ganzen Lieder vergessen hatte. Und dann gucken wir mal an, wie die das so gemacht haben. Finish the lyrics. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, Finish the lyrics. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. Joshua, finish the lyrics. Schabos wissen, wer der Babo ist. Weiter weiß ich nicht. Eric, finish the lyrics. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your mama cry. I apologize a trillion times. There you go. Ja, hervorragend. Also Stimme, Rhythmus, ja, 10 out of 10. Sehr, sehr, sehr gelungener Auftritt. Und bevor wir jetzt den Gast introducen, die beiden Gäste, will ich euch nochmal sagen, die Anzeige dort oben sind die Follower und wir brauchen heute mindestens 10 neue Follower dazu, damit ich erstmal mein Glas Wasser exen kann, weil ich werde so langsam auch durstig, also klickt auf den Follow-Button,
Seid dabei, immer wenn wir mit der Wow-Zone durch Deutschland reisen und überall berichten und euch mitnehmen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir die 10 voll machen und dann mit den beiden Männern, die jetzt gleich kommen, auch nochmal eine kleine Challenge haben, sodass wir die dann auch noch zu irgendwelchen Dingen überzeugen können. So, dem bleibt erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Und dann würde ich sagen, hello and welcome, guys. How are you? What's up, man? Can you hear us? Yeah, you're all good my way. Okay. We'll start off with some German. Akim, wie geht's dir? Mm-hmm. Wo bist du? Was macht der Körper? Ich bin in der heimischen Küche und mir geht's gut, nachdem Eric ja den Buzzerbeater da reingehauen hat, wahrscheinlich den Buzzerbeater der Saison, würde ich jetzt schon mal tippen, geht's uns natürlich gut in Heidelberg und Training war dementsprechend entspannt heute. Alle mit einem Lächeln, dürfen uns nicht beschweren, glaube ich, nach dem Wochenende. Alright, Eric, it's been, you cancelled your inner Tracy McGrady, I would say. How were the emotions the last couple, like the last 24, 48 hours? Regular day, because that's what you do. I mean, just a big win. I mean, it's, you know, the next, I mean, you got a day to recover, but you already start preparing for the next week. It's really short-lived, you know. It was a good moment, though, but you know, it goes by fast. So we're already thinking about our next matchup. So, but it was exciting. It was a good moment for us. I have a lot. Continue. We have like a follow goal. Once the fans reach 10, I have to drink my glass of water, and then we will find some to-dos for you. I guess you're both at your houses, so we might have some challenges coming up for you. You just gotta be ready. Oh yes, Akim is a water boy. So am I. Since mid of September, and before. We get to that. I would like to take a look at a video Akim did on the media day, and then I have some follow-up questions. Yeah, as we could see, water boy for sure. Yeah, how spicy does the food has to be? Oh, he's gonna eat it really spicy. Okay, the preseason really exhausting. I see. But now, how good is the music in the? He don't like it. Okay. Anybody coming late to practice lately? Did anybody come to practice late the last couple days? Akim, ich frage dich direkt, was ist das Problem an der Musik? Jo. Boah, wir haben noch gar keinen DJ ausgemacht. Wir haben auch keine Box, über die wir alle hören. Alle sitzen so ein bisschen am eigene Musik blasten und sitzen da mit Headphones. Also haben wir keinen klassischen Lockerroom-DJ und deshalb ist die Frage natürlich ein bisschen schwer zu beantworten. Ich glaube, ein, zwei Kandidaten haben sich schon so ein bisschen auskristallisiert. Shai hat nach dem Sieg am Samstag natürlich mal ein bisschen Musik gemacht. Haben auch nicht alle gefühlt. Aber wir geloben Besserung aus Heidelberg. Okay, Eric, what you say? How's the locker room vibe? Music vibe. We don't hear any music in the locker room. I've been telling guys to bring their speaker all year, and nobody brings it. They just like to sit in silence. So, right now we just sitting in silence, man. Hopefully we can get some change now since we won a game. Okay, I think Shai tried after the last game a little bit. Yeah, but it was like he played it off his phone, and that's, come on.
Okay, guys. I will get in contact with management. They will organize your nice little box, and then you can play your nice music. But you know, Akeem, what kind of music would you listen to? Probably like 2000s. I don't want to say it straight up, but he probably an old head. You know, he's just gonna listen to. Formspiel höre ich in der Tat 187 Straßenbande. Ich glaube, dass meine Musik es auf jeden Fall nicht schaffen würde, alle happy zu machen. Für mich persönlich ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, um in meinen Modus zu kommen, so wie ich spielen möchte. Und hoffe ja mal, dass ich irgendwann das Glück habe, dass wir Hamburg spielen und die Jungs auch da sind. Okay. I see. Eric, have you gotten to know some German artists already? Some German rap artists that you know, or is it strictly US music? I heard of Luciano. Ah, got it. I've heard of him, you know what I mean? I heard it's another one that I can't think of, but I remember Luciano. I like some of his songs. I don't understand nothing he's saying, but he's got a cool little flow. Yeah, he does. True. Okay, Akeem, nächstes Konzert, auf das du gehst? Nächstes Konzert, auf das ich gehe, vielleicht Palm aus Plastik 3. Das wäre natürlich ganz geil. Da würde ich mich freuen. Da kam unter anderem vom guten Kumpel und seiner Frau die Anfrage, ob ich da nicht in Frankfurt sind, sie glaube ich, mit den beiden zum Konzert gehen möchte, muss ich mal gucken im Spielplan. Aber das ist so ein bisschen das Konzert, auf das ich ein Auge habe gerade. Okay. Wie sieht's bei euch aus? Was hört ihr eigentlich so für Musik? Hört ihr, bevor ihr hier auf Tour, auf Show geht oder was, live geht, blastet ihr Musik? Siebers, bei dir weiß ich es nicht so, bei Phil weiß ich, dass er immer gern tanzt. Boah, also, ich wünschte, ich könnte dir jetzt erzählen, dass wir vor diesen Shows richtig, richtig blasten, aber wir sitzen eigentlich nur relativ langweilig hier, brauchen eine halbe Stunde, bis die Technik läuft. Und müssen dann noch einmal den Plan durchgehen. Also ich glaube, von Musik hören sind wir richtig, richtig weit entfernt, oder? Obwohl ich sagen muss, im Pregame, also diese 15 Minuten Countdown, haben geile Mucke. Also da stimmt, sind die Beats die nice. Haben geile Musik, da sind ja. Die Beats nice. Aber ich glaube, das sind so keine bekannten Artists. Das ist, glaube ich, so lizenzierbare Musik, die man irgendwo sich besorgen kann. Na, aber ist trotzdem nice, muss ich sagen. Ist wirklich okay, nice. Okay. An den Chat, wenn ihr Fragen habt an die beiden, einfach reinstellen. Ich weiß nicht, ich glaube, Akeem ist technisch nicht 100% gut aufgestellt. Oldschool, also wir sind froh, dass die Kamera funktioniert. You know, Eric, what are you streaming with? Your camera, is it a phone camera? No, it's my laptop. So you have a laptop, that's a thumbs up for you, you know, because you at least have a laptop. When we have to look at Akeem, we are happy that he has at least a phone. Yeah, like I'm trying to get him to use more technology. Also, I tried to get him on Instagram back then, but this is not happening. Like he's an offline kind of guy. I think that's not going to change. You just got to keep communicating with him. He'll eventually hear you. At these screen, yes, yes, yeah. So, chat, please be active. Oh, the one question is, when oder wann geht Heidelberg mal als Team feiern? Das ist die Frage. When does Heidelberg goes clubbing as a team? You want to answer that, Eric? Eric, please. I don't know any clubs around here. I'm gonna have to pass it off to my German teammate. Obviously, if this is America, I could tell you where to go. But I haven't been here long enough to to tell you what spots to go to. Akeem, deine Heimatstadt. And plus he's from Heidelberg too. So exactly. He's hometown exactly. Guy. True. Exactly.
As you know me, true professional. Don't think as me. I mean, people know me, so I'm not big about nightlife, obviously. Wann wir aber, das ist eine gute Frage, wann schaffen wir es? Wir haben es noch nicht ganz geschafft, alle zu motivieren, dass wir nach dem Spiel alle mal den einen oder anderen trinken gehen. Ich glaube, dann kommt diese ganze Club-Action von ganz alleine. Das Problem ist natürlich auch, dass Jonas Coach ist, der sehr demanding ist und alle dann doch auch happy sind, wenn sie mal einen Tag frei haben und wirklich gar nichts machen müssen, bevor wir wieder Murderball spielen und wie die Geisteskranken durch die Halle rennen. Also würde ich mal tippen, jetzt so, gib uns mal noch 2, 3 Siege und dann wird auch die Stimmung, was das angeht, ein bisschen besser. Okay, 2 or 3 wins, Eric. That's then he's setting it up. That's basically what he says. 2 or 3 more wins and then we out. He organizes a whole trip to Frankfurt City. Because what is the next concert you're looking forward to, Eric? Blast. Yeah, so trying to set it around that. Just win the next 2 or 3. It's all MLP is gonna pay. It's gonna be huge. Okay. I'm sure about that. Okay. I'm gonna hold you to okay, that. If you say I hope so. I hope the big boss is on Twitch now and he heard that. I'm just trying to help you guys. Here. I hope you know that. Another question. So, Eric, what do you like about Germany? Noodleskopf in the chat is asking what you like about Germany. What do I like about Germany? I really appreciate the fact that most people speak English. I've been in some countries where they don't speak it, you know what I mean? And it's just hard to communicate outside of the sport, in the sport, wherever you're at, it's hard to communicate. Something as simple as going to get food is like a whole hassle because nobody understands. So for the most part, everybody in Germany speaks English. So it's kind of able to, I'm able to kind of move around and communicate like if I were back home. So, you know, it makes it easier for me. The transition going from country to country. Yeah, you played in France last year, right? Right. And nobody, they don't speak English there. Yeah, I know. At all. It's tough. Yeah. Or either they know it, they just don't want to speak it. So, either way, it's tough. They're super proud of their language. That's why they decided, we're so proud of our language. Who the hell should tell us to learn any other language? So that's their main issue. But hey, we're here in Germany. We can always talk in English. Even the kids, third, fourth grade, they also already speak English. So we probably don't even have to talk German and we can just continue everything in English. So you will get everything that Akeem tries to slip in beside you. So we will stay in English from this point on. I appreciate it, man. I really do. No problem. Akeem, you're the captain now of your hometown team, basically. Is it the first time you've been a captain? I don't know. No, I was the last few years in Göttingen as well. And before in Frankfurt, co-captain with Tez. But obviously, being a captain in my hometown is a special thing. Playing for my hometown, representing my hometown in the BBL, and especially playing in front of friends and family is a very unique situation that I'm absolutely grateful for. How many tickets do you have to give up per game? Well, the good thing is Eric doesn't have to give up much because I collected from a bunch of other teammates. I collected a season ticket. I keep shifting tickets back and forth till from the office. Shout out to my man there, doing a great job. But no, it's obviously a bunch of tickets. It's a lot of late requests too. But so far, first two games, we handled the situation well. Thanks to my teammates for chipping in. Nice. Sounds like a whole game plan that you need, almost like a whole another game that you have to play there.
Well, I was ahead of time so that I can focus on the game. But yeah, it's a bunch of tickets, obviously. But it's great, you know. It's great to have everybody there and everybody being excited for our home games. Bet. Philip Winter 00 is asking, you got a favorite NFL team? Eric, you go first. Favorite NFL team? No, not really, but I go for the Panthers, since that's kind of close to home. Yeah, I would say the Panthers probably. Akeem, you even watching NFL? I don't even know. Well, a couple of years back, I used to watch every Sunday. Now it's not as much anymore. I would have said I really like Richard Sherman as a player, but I don't have a team necessarily. How come? I can't see no similarities at all. no similarities at all. No, well, there might be some. So. There might be some. That's true. Wow, that's such a good NFL comparison for you, Richard Sherman. I never thought of it, but that's such a good comparison. Yeah. What else we got? Another question. Okay, also we go with NBA teams. The fans want to know it. On no ask, what's your favorite NBA team? Eric, you go first, and then Akeem, you just follow up right away. I can't say that I have a favorite NBA team. Honestly, I'm just a fan of the sport. You know what I mean? Yeah. What about like which player's game do you like the most? Maybe. Who I like the most? I like KD. I like Kyrie. Who else I like? There's somebody else that I like that I don't get enough credit. I like Jay Tatum. I like Jason Tatum. Yeah, that's a good one. I like Chris Paul. Chris Paul, obviously. Yeah, that's probably who I'm watching right now the most. And, of course, the late greats, Jordan, Kobe, Bron, sure. The regulars. So you like basketball, obviously. Count it up, everybody. Yeah, I can name the whole league. Yeah, like someone who doesn't get enough recognition? Malcolm Brogdon. Yeah. Yeah. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Yeah. Brogdon's one of them, though. I like his game. Akeem. If I would have to name one, I would definitely go with the Lakers, even though we're having a rough time since LeBron got to L.A., so I'm absolutely hoping he'll leave soon. But if I have to name a franchise, it would be the Lakers. But LeBron brought them a title, right? Yeah, I'm just not a big LeBron fan in general. Like I like the Kobe era. I wanted him to stay away, so I'll be happy when the future is coming in. Like in 5 to 6 years, when he starts to slow down. Right. Well, we shall see. Yenzo asking, best player you guys played with? You can say yourself if you think you're really him. That's how he asked that question. Best player I played with. Me first? You first, yeah. Eric, yes, sorry. Go ahead. Best player I play with. It's tough. It's tough. It's been a lot of them. I'm gonna go with probably, man. I'll play with. I have to go with. Put me on the spot. Akeem, I need a couple more minutes or a couple more seconds. That's tough. Well, that's tough for me. Thanks to my national team time, it's Dirk. Obviously, Dirk Nowitzki, Dennis,
Marwood, all the guys that did a great job now for Germany. A bunch of guys are still on the team, so if I have to name one, obviously I would name Dirk. But I think in this generation that we have right now, there's a bunch of good players. If that buys you more time, Eric, I don't know. He's thinking hard. It's been a lot of great ones, man. The best player I probably played with was probably like Brandon Ingram, I would say. Brandon Ingram. Oh, okay. Nice. Yeah. I've seen him up close when we played together. And he's for real. So was that an AAU or? I was just open rec in it. We were playing in Atlanta. In Atlanta one summer. Okay. Nice. Seabass, what's the best player you ever played with? Played with? Yeah. I don't think anybody knows anyone I played with. Like, I don't know. I mean, I played horse with a bunch of BBL players, if that counts. Yeah, but I don't know. on my level, nobody knows anyone. Like, it's but too there low. Still has to be. There still has to be that one guy that you have to shout out, like, right now. Who was the best that you ever played with? I also have to think hard about that. That's tough. Tough, right? Yeah, once you're not just asked the question and you have to think about it, it's a whole different game. Yeah. I actually played in a charity soccer game with Dirk, if that counts. I'm gonna go with Dirk as well. I don't know. What about you, Phil? I don't know. Wow. On a basketball court, that was a part of any Frankfurt's charity finest, thing. Montez Robertson. But when did I didn't play with him? Not even any pickup. Probably the best one was like most skilled last year on my regional level. This guy is not even taking it like super serious. He's a chilled guy, but he's probably the best. His name is Dominic Uhl. He's like pretty good. So that's probably the best guy I played with. I don't know. Yep, I go with that. Fair enough. Okay. Danny, I would say before we will list these questions up, but there was happening something on the last game against the Skyliners. Akeem played for them. I used to work for them. I'm still here in Frankfurt, so therefore I'm always kind of rooting for them. And the last year or so, or a little bit longer even now, has been really tough. It's like a little bit like they're cursed. I don't know what's happening. They were up by 20. I have people texting me. Oh yeah, we beaten Heidelberg, amazing, I'm not tuning in. And then I get a message from Isomali that they effed it up again, and we want to jump into the last couple minutes of the game, and I would like you guys, especially Eric, because they gave you the ball over and over again, and you kind of did what you did, to talk over it, what's happening a bit, to give us some reaction of you. And I'd say we go right into the last couple minutes of the game. So first score, I think, how many points you scored? I think it's 14. Yeah, 14. I'm not sure. Yeah, it was 14. It's 14 in the last Eric. 2 minutes. Yes. Okay. I mean, yeah, just as you can see, it's crazy, the time. I mean, I wasn't really focused on the time. It's just trying to play hard, just trying to make the game as long as possible. And like you see right there, they kept making those kind of shots. We were picking up defensively, but they were still kind of hitting those tough shots. They went under the screen. I don't understand why, but yeah, you made it. Well, yeah, I mean, yeah, obviously they went under the screen. There's not much else I could do. You got to pull it.
and trust it right there. And right now, I think just making it tough, man. Just continue making it tough. You know, coach told us today in film, like, you know, just the activity, and that's how it's got to be just for the whole game. But like you said right there, like, they were just, I don't know, man. They were just getting tough baskets on us, and they were making free throws too. So I want to say he made this one. Yeah, it's he made this one as well. Down six, and now they. Why would you? If I rewatch it, I'm not watching it as a fan of you guys. I just have to let you know that. Clearly, absolutely, that's clearly. Apologies, man. I mean, yeah, again, just trying to make it tough. Just trying to make it tough. Just the activity's there. Everybody's flying around. It's kind of the same. Oh, this is the one yeah, I here missed. Comes the only miss. Yeah, that's a miss. That one was short. So right there, I mean, that kind of hurt right there. Right there, as you can see, I kind of was just like, man, I thought that was, you know, I didn't know that the ball was out on us, out on them. So I thought that was our only opportunity, but fortunately, we got the ball back. Is the ball supposed to go to you? Did you? Okay. Yeah, man, we knew they were going to switch. Emotions running high. Tie game. Yeah. I mean, right now it's just like, you know, just we just telling ourselves. I remember Keem looked at me because everybody was hyped, and we just like we had to like kind of calm down, like we still gotta play defense. Yeah, that's Akeem for sure. We still gotta get one stop, and I'm like, right. Like, and they just hit like a game winner. Yeah, stop. Einmal kurz stoppen. Bisschen zurück nochmal, und dann ja. Go ahead. Sorry, Andrew, Eric. Please. What did you say? Say again. No, what did you say? We interrupted you. I'm sorry. Oh, I was just because we were talking about that last play, like we were trying to get that last stop because they were kind of in a similar situation in their first game versus Beirut. Yeah, right. And, they did the same kind of play where the same guy came off number seven for the handoff for the three. Unfortunately, we got a good contest on it, you know, and he short rimmed it. Why would you shoot it though? We just talked about it before you guys joined. Like Frankfurt was up three. If you were up three, what strategy do you guys prefer? Do you prefer fouling or just playing tough defense? Honestly, that's tricky in Europe because, you know, if you foul the wrong way, they're quick to do this little thing they do all the time. Like, yeah, whatever that is. So I wouldn't play with it, man. And if you're the wrong person, like they'll call that foul on you. And if it's the right person with the ball, just – for me, I don't know what Keen would say, but I would just go straight up and just make him make a tough shot. But I can see why you would want to put somebody on the line if, you know, a low percentage free throw guy gets the ball and you just have the opportunity to foul. And of course, but I don't know. It's tough. It's a tough play. What about you, Akeem? No, I agree with Eric. I would play defense. I think he explained it perfectly. Play solid. Maybe if you got a big guy in that situation that Frankfurt tried to go for that handoff play, if you would have had a big guy who's not such a good free throw shooter as Gieven was in that game, we might have fouled. But I think we were pretty aware of the situation. We got a good stop. Everything else is on them, and I'm not a coach, so I don't want to get into what they did. I think we did what we had to do to get that stop, and then obviously, I mean, you guys seen it over and over. Everybody watched it over and over. That Eric, he was magnificent at the end of that game. Yeah. So that was the situation. Skyliners with the ball, 9 seconds left to play. They take the shot. Let's continue. We're running the video.
So that's, we see again the shot of Eric to tie it up. So now there's 9 seconds, and my question, you said you're not going to speak on it, but for me that's insane to not take the last shot. And then shoot an air ball. And now we have this beautiful situation. Eric, talk us through. Well, my first thought was, I was looking at him like, you're not going to come. And he kind of let me get a running start, and then I knew it was over with. You know. That's still crazy. I mean, you were falling down. You probably couldn't even see the ball, right? Tell me, before the shot? No, when the shot was in the air, could you even see? I got a look at it, and then I didn't see it go in. I just heard everybody. And but did it feel good leaving your hand? I mean, every shot feels good. Nice. You know, like every shot feels good. Honestly, like so. It was just a quick second to see it, and I knew I was fading, and obviously on all your fades, you got to put more arc on it. And so that's what I did, just kind of put it up in the sky and just let it land where it landed. I'm lucky he caught me, because I probably would have jumped over to whatever that was. Oh, you would do the Dwayne Wade? I think I was going to run in the crowd probably. Nice. He grabbed me, though. Yeah. Thanks for an amazing highlight early in the season. Even though if it's against Frankfurt, you're going to be in a long season battle for a lot of games. It's the third game played now. What is it? The third game played? No. Or was it the second game played? No, it was the second. It was the second game. So you're 1-1. Next week, first time playing in the cup for Heidelberg. So also there's going to be some big time games. Back to the shot. You said celebration in the locker room was the first time some music was played. Or was it, you have a Finnish head coach, or was it pretty straight back to business in the locker room, or was there a little bit of celebration? I need to know. Honestly, I think everybody was kind of shocked. You know, I think everybody was kind of just like looking at each other. Kind of like, shocked. Like, what just happened? You know, so that's kind of what it was. And then, I don't know. Hopefully we can keep having those wins, and it'll be a smoother transition at the end of the game. It was a little quiet. Because a lot of part of the games you all guys also didn't play too good. Right. So exactly. So it's kind of like what just happened. Like, well, that's how I was thinking. Like, I couldn't really. I don't know. Akeem, make it speak for me. I was still kind of just. I don't know how we did that, but we did it. So, Akeem. Yeah, like Eric said, it was a little bit quieter. Everybody was shocked, happily shocked. And like you said, we didn't play for a good amount of time. We didn't play very good basketball. We didn't play the academics basketball that we're trying to play over the course of the season. So I think that also played in why everybody was a little bit quiet in the locker room. I think we really know that we have a lot of good pieces and a good system to be successful. But also, even with the exciting moments that Eric gave us late in that game, we still, you know, looked in the mirror, looked at each other, and we're like, okay, we're disappointed in the way we played, because we are not that far away, obviously, from what we're trying to do. But yeah, just a couple of tweaks every now and then, and to make it really difficult for us, and we don't have the consistency yet to play over a long period of time on the level we need to play to compete
at the highest possible level to get a lead, to play ahead and keep a lead. So we're really grateful that Eric made that shot. We are 1-1 now after two games and got a great opportunity to build on that in a cup game now. So I'd say that's what we should do right now, looking forward to the cup game. You said it earlier, you guys are playing Hamburg, right? No, Braunschweig, oder? No, Braunschweig. Oh. Braunschweig. Yeah. Oh, my bad. Because I thought you said 187. And, wait, let me see. So I would say we take a look at the games of the upcoming games of the cup round. And you guys will talk us, like you will give your prediction for the other games, also for your games. As you can see, Crailsheim plays the Niners, Chemnitz 99ers, Niners Chemnitz. We will just go simultaneously. Who you guys think? Let's do it this way. We do a thumbs up a one for the first team and a two for the second team. So we can show it straight to the camera. So home team is always number one. Away team is always number two. Who you guys think is going to advance, Crailsheim or Chemnitz? Okay. Only Akeem thinks Crailsheim's going to do it. Crailsheim doesn't look too good right now. They lost two out of three. But maybe their cup game last year, they were in the top four, so they know how to perform on a cup game. Okay, we go to the next game. Police somewhere? I don't know. MBC against Bayreuth. 3-2-1. Interesting. Oh, okay. Nice. Young team, Bayreuth team. We go Würzburg against Oldenburg. 3-2-1. Okay, we're clear about that. Oldenburg is the big time favorite. Würzburg, they might have the home crowd. We don't know. No, everything can happen. Veolia Towers Hamburg against MAP Riesen Ludwigsburg. That's a good one. That's a good game. Everybody goes with the Towers. Going with Hamburg. Okay. That's the Saturday. Two games at 6 p.m. and two games at 8:30. And then we'll go to Sunday, where you guys started off. Braunschweig against Heidelberg. I think you guys have no other choice. Everything else would be really disturbing and frightening. What about you guys, though? That's interesting. I have to check again. Give me a second. I go with you guys. Atta boy. I bet against you just for the fuck of it. Yeah. Sorry. Okay. Yeah. But I hope you do have a great game still. Göttingen against Ulm. Tough. Didn't Göttingen just beat Ulm? No. No, that was Rostock. Yeah, at Ulm. Oh, the first game? They won at Ulm and at Krasa. Ah, okay. Yeah. Got it. Yeah. Right. Yeah, so therefore, I think Ulm is on their revenge mode. So they're gonna bring everything. And then we have a duel, Franken versus Bavaria, Bamberg against Munich. Is there any surprises happening in that game?
I think Munich, they need to win this year. They need to win so bad something in Germany. They can't stand it when they can't win anything. And then we have a primetime game Monday evening, Berlin against Bonn. I wished I could have seen that in the finals last year, but I do the same like... No, this. Sorry. I was going one. Sorry. I believe in Bonn. TJ Short's going to turn up. Okay. Yeah. That's what I think. Thanks, guys. We got your predictions down. But also, I need you guys to give us each one bold prediction for this season. So because I have a board here, like here where we write down our bold prediction of the season. One, for example, is we expect a four overtime game. We believe Bayern or Alba's not going to end up in the top two. We have our scoring champs. I still believe strongly that Gordon Herbert is going to rent out the bronze medal to me for the stream for one time. So we need you to have a bold prediction. It could be something about Heidelberg. It could be anything. Something about anything. It could be about the whole basketball cosmos, something that's happening this year. I'll write it down. Your marker, your name is going to stick to it. And by the end of the season, we know whether this was true or not. Can you think about anything? At least 10 great party nights in Heidelberg. 10? So 10 great party nights. I will personally check on that. Feel free to stop by. 10 great party nights in HD. I'm gonna disagree with my captain. Sometimes you just have to disagree. That's good. A bold prediction, bro. Man. Today is the 10th October. Yeah. Yes, the 10th. Breathe. 10 great party nights in Heidelberg. I'll fix it till next time. It could be anything. Like, as you see, I'm still trying to get the bronze medal of the national team head coach because I'm just a strong believer that he just wants to rent it out and he has no problem for me to have it for like a week. So it could be anything in the basketball world. I might give you some suggestions. I could say we can go to Pokal. We'll make it like to the top four. You're gonna go to the top four? Yeah. I like that. I like it. Nice. Top four. And for everyone und für alle im Chat, ja, wenn ihr eine bold prediction habt, dann auch gerne damit. We still have some further questions. Danny Ball is asking, how do you guys deal with the pressure while I'm writing this down? Akeem, you go first. With the pressure, I think obviously everybody handles pressure differently. I do talk a lot to my mental and performance coach. We're working on different tactics, techniques, how to handle it. I think that's always important. Glad that I got in touch with that early in my career.
and still continue doing it. So it really helped me over the course of the last 12 years. And I think that's how I handle it the best. Nice. And Eric, how about you? I just try to change my mindset to just focus on the opportunity and not just the obligation. I just focus on the simple stuff. Just appreciating life, appreciating the game. You know, that anxiety or that worriness kind of goes away. So if I'm overthinking a little bit, I try to just keep it simple and just try to focus on the positives. I like that. I like that. All right. Jenzo still says to you, you went 0-5 from three and then you just decided to torch them, boys. That's tough. Shout out to you. Eric, I love you for your, love you for this shot. Yeah. And I know you guys are the last question. You guys wear these jerseys with the sleeves. Is it comfortable playing in them? Or you think, it's a tough question for you to answer. Does it work to play in these jerseys? Is it still possible to play in these jerseys? Let me ask it like that. I think that's probably why I started 0-5. And I had, had to break them in, man. They're a little stiff for sure. Hey, speak your mind on that. I think there's nothing wrong with that. It's okay. Yeah, guys, you heard it. They have a long season ahead of themselves. Guys, we're wishing you all the best. Get a good night of sleep because I guess tomorrow will be a hard practice day. Sure. Probably. For sure. The Finnish toughness. Sure. Jonas will. And Jonas will have something for us. For sure. All right. I guess there's nothing left to say from my side, Seabass. Do you have anything? I'm good. Thanks for joining us, guys. It was fun. Yes. Thank you guys. Thanks for having us. Take care see you soon. See you in real life. All right, fellas. See you. Bye-bye. Die hatten auf jeden Fall Training davor. Ja, die kamen gerade vom Training, ja. Kam direkt vom Training, ey. Ich mach das jetzt nochmal. Das hier mache ich jetzt nochmal. Letzte Aussage ran. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall ein größeres Board und ein bisschen andere Strategy, das hier einzukategorisieren. Aber haben wir dann trotzdem mal hier alles aufgelistet. Yes, sir. Ja, also ich habe heute nicht gefühlt, den jetzt noch eine große Aufgabe zu stellen für ein Follow-Goal, aber ich sag euch nichtsdestotrotz, folgt uns. Wir haben noch einige Teams vor uns, die wir hier begrüßen werden und es soll auch vorgekommen sein, dass die Leute wiederkommen und an alle Heidelberger, ja, wir werden auch immer fleißig über euch berichten, deshalb lasst ein Follow da, macht die 10 nochmal voll. Für die 10 macht der nimmt der Seabass sich den Ball und wirft hinter sich den Korb und kann man da überhaupt drauf werfen? Das ist schon ein Netz, wo man reingeht. Ja, kann man schon, ja. Ist nicht so ideal, aber kann man schon, ja. Was denkst du denn, wo Heidelberg am Ende von der Saison steht, fragt der Sippel. Boah, ich würde sagen, so sicheres Mittelfeld und ja. Best Case, vielleicht Außenseiterchancen auf achten Platz, aber ich würde sagen eher Mittelfeld der Tabelle. Was denkst du? Also, wenn das Coaching so greift, wie es in Bonn greift mit dem Finn, mit einem Isalo, dann glaube ich, kann es tatsächlich sein, dass man den Klassenerhalt überraschend einfach ist der Klassenerhalt nicht in der Easy Credit BBL, aber überraschend einfach schafft.
Aber Playoffs sehe ich auf jeden Fall nicht. Das sehe ich nicht. Also ich habe ja gesagt, best. Ja, ich weiß best. So, ne? Also meine Prediction ist auch eher drunter, ja. Natürlich. Ja, ich denke auch. Also ich reihe mich eigentlich bei dir ein. Ich wollte das Gleiche nur nochmal sagen in meinen eigenen Worten. Okay. Was haben wir noch im Chat? Tao3x, Meinung zum MBC diese Season mit den neuen Leuten. Ja, also ich meine, wir haben ja vorhin auch das Spiel geschaut. Also auch da gehe ich davon aus oder kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine bessere Saison wird als im vergangenen Jahr. Ich glaube, das sollte auch das Ziel sein. Und ich glaube, auch das Team macht Hoffnung. Ja, glaube ich auch. Oder? Also wie gesagt, Kostja Moschidi in den ersten Off-Season, 5 gegen 5, Back-to-Back-Seasons. Momo Jones zurück in der Liga, der hat auch schon mal gespielt. Kerusch immer noch am Start. John Big Country Bryant ist da. Erfahrung auf der Position. Also die haben schon von allem so ein bisschen, das ist jetzt kein unerfahrenes Team. Und die haben trotzdem auch ein paar junge Spieler. Also bin ich eigentlich, die sehe ich sogar noch eher so überraschend so auf den Achten zu rücken. Einfach weil sie vielleicht auch einen Run gehen. Momo Jones kann einfach scoren, kann ich anders sagen. Muss gucken, dass er verteidigt, aber kann auf jeden Fall scoren. Mit den neuen Leuten. Wart ihr schon mal in Heidelberg, um ein Spiel zu schauen? Ja, haben wir vorhin schon angesprochen, wir waren beide schon. Ah, du warst noch nicht, ich war schon im Spiel. Ich war noch nicht da, ne? Aber hast es nicht verpasst, genau. Ich war bei einem Heidelberg Skyliners Game und bei einem Heidelberg Bonn Game. Und so war ich mal bei der deutschen Nation in Heidelberg. Ja. Ja, gibt es ansonsten noch offene Themen? Lieber Chat, was haben wir noch nicht besprochen? Was müssen wir noch thematisieren? Der Pokal folgt. Die Euroleague läuft, die ganzen internationalen Wettbewerbe laufen. Die deutschen Teams sind so viel vertreten international, glaube ich, wie noch nie. Ja, ich glaube, 9, ne? 9 Teams insgesamt. 9, ich weiß nicht, ob es alle reingeschafft haben, vielleicht sind es nur 8, aber 9 oder 8, ja. Das sind eine Menge auf jeden Fall. Eine Menge ja. Basketball, international und national. Der SNP-Dom lohnt sich sehr für einen Besuch. Ja, das kann ich unterschreiben, war coole Stimmung da. Jetzt habe ich auch noch was für dich, Sebes. Mhm. Wir waren ja... Und zwar? Noch einen kleinen Überraschungsclip für dich. Göttingen hat es nicht geschafft, genau. Göttingen hat es nicht geschafft, deshalb sind es 8. Ex-Depp hat das noch gewusst, ja. Weil ich jetzt ja hier so ein cooles Streaming-Deck habe und bald möchte ich mir dann immer die besten Momente auf so einen Button legen, kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, du hast auf jeden Fall schon mal einen dieser Buttons dir super, super geil verdient. Und, ist das so? Den hast du dir verdient, ja, auf jeden Fall. Beim Season Opener? Beim Season Opener und wir gucken jetzt auf jeden Fall mal kurz rein. Ich habe das kurz vorhin vom Handy abgefilmt, also Screenaufnahme. Smith mit 13, Sigma 12, Olindi 12, Lamas 9, Schneider 9, Matisek 6. Kann ich schon nicht sagen lassen. Boah, Matisek 6. So, meine Güte. Ist aber hervorragend. Gefährlich. Also bitte klippen. Gefährliche Wortkombination. Bitte klippen. Also neuer Spitzname. Matisek. Finde ich 10 von 10 out of 10, ey. Bei Twitch ist das erlaubt. Ja, ne? Twitch? Ja. Ist das ja Twitch? Ja. Sehr geil, habe ich so gefeiert. Stimmt, bin ich da, heute war ja was, da war ja was. Zufällig nochmal drüber gestolpert. Und der wird auf jeden Fall auf so einem Button landen. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, in genau 2 Wochen ist wieder die Wowzone, 19 Uhr. Wir wissen auch jetzt noch nicht, mit welchen Gästen, aber wenn auch nur ansatzweise so viel Basketball gespielt wird wie in den letzten 2 Wochen, was ja wird, und nur ansatzweise so viel Highlights produziert werden, haben wir auf jeden Fall einen
packed Content mit zwei neuen Gästen oder einem neuen Gast und können uns wieder auf jede Menge Basketball freuen. Das Wochenende ist voll mit dem BBL, Magenta Sport Pokal oder Magenta Sport BBL Pokal, sorry. Wir können uns drauf freuen. Jedes Spiel ist do or die und da sieht man nochmal garantiert ein paar unglaubliche Clutch-Performances, auf die ich mich insbesondere freue. Yes, sir. Ich mich auch. Nice. Dann bleibt sofern nichts mehr zu sagen. Siebes, mich hat es wie immer gefreut. Hey, mich auch. War nice. Und wir müssen ein paar Arenen zusammen besuchen und dann... Let's do it. Ich bin dabei. Nice. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, der liebe Chat. Passt auf euch alle gut auf. Peace and love. Küssen eure Herzen. Bis in zwei Wochen. Hat ciao, Spaß ciao. Gemacht. Macht's gut. Ciao, ciao. Brewing. I know beyond your eyes you can clearly see. Don't quit the good chapter of your story on the way. Shut up, pearly whites, it's about to be a brighter day. I know you're real sad now, but it'll be okay. When the no's come, don't flinch. Put the work in, beast mode with Charlene. Don't do it for the green, don't do it to be seen. Do it cause you can't just live in your dreams. Put your self-esteem, top shelf, the war is on, but you're hitting well. Just can't help these cards you were dealt. But when you arrive, that presence felt. Running supreme in your little realm. Purpose meets fate when you find yourself. Keep looking to the hill, which come if your help. Yeah, look to the hill, which come if your help. Checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it. No ring around it, you coming for me. We'll see about it, we'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee-up. I had to re-up on a reel, so you stay the feeder. And put it back into the bin cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I get 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it. And nobody hears it, and this shit is stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy, I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder.